bin kein Pianist. Ja, Pianisten, die können so mehrere Töne gleichzeitig. Ich nicht. Und Pianisten können sogar mit beiden Händen mehrere Töne gleichzeitig. Bei mir funktioniert das nicht so, deshalb habe ich vom ganzen Programm alle Klaviertöne sortiert. Und fange jetzt an mit dem G. Geht noch eine Weile. Dann kommen die anderen dran. Man nennt das monotonal repetitive Musik. Ich hab Terzen gestapelt, dass es ein Dreiklang wird. Mich dabei nicht selten im Akkordgewirr verirrt. Hab die schönsten Töne auf Erden aufgefädelt. Eine Schnur, damit es Melodien werden, Melodien in Moll und Dur. Doch leider sind meine Lieder liederlich, in jeder Liederstand vergebene Liedesmühe. Meine Liederkunft ist heute öffentlich, willkommen im Kreissaal zu meinem. Hallo, hallo, jetzt schau ich mich mal um. Wen haben wir denn heute im Publikum? Meine Regisseurin hat gesagt, ich soll während dieses Liedes um Gottes Willen niemanden im Publikum anschauen. Haben Sie nicht im Restaurant so laut telefoniert? Von Klo und Stuhlgang sprachen Sie völlig ungeniert. Wenn Sie wieder Durchfall haben, behalten Sie's für sich. Das Handy gibt es sonst rektal, ich bin nicht zimperlich. Doch heute herrsche Friede, Sie haben Eintritt bezahlt. Da seh ich doch mal ab von gröberer Gewalt. Hallo, hallo, jetzt schau ich mich mal um. Wen haben wir denn heute im Publikum? Sind Sie nicht die Mutter von den rotzverzogenen Gören, die in der Pizzeria Kellner wie auch Gäste stören? Weil Sie sie nicht erziehen, können die sich nicht bewegen. Ich löse solche Fälle im Hals umdrehen. Doch heute herrsche Friede, Sie haben Eintritt bezahlt. Da seh ich doch mal ab von gröberer Gewalt. Nein, war nur Spaß, sind nur nette Menschen hier. Das ist auch gut, weil ich mich ziemlich schnell echauffier. Dann gibt es einen kleinen Unzulänglichkeiten, die uns doch eigentlich so liebenswert machen. Zum Beispiel uns Männer. Wie Gott uns geschaffen hat. Gut, alles will ich Gott hier jetzt nicht anlasten. Teil habe ich auch selber geschaffen. Aber ja, und von uns Männern handelt mein nächstes Lied. Wir kommen stets in Gruppen und niemals allein. So erhöhen wir das Gruseln, Effizienz muss sein. Freakshow, Zombies und das Gruselkabinett sind gegen uns Männer in der Sauna als Anblick wirklich nett. Kein Schweiß aufs Holz steht auf dem Schild, bitte Handtuch verwenden. Das ist zu viel und zu komplex für unser schlichtes Denken. Im pickeligen Hintern brav aufs Handtuch gesetzt. Durch den Schweiß vom Rest des Körpers wird das Holz verätzt. Männer in der Sauna, das ist kein schöner Anblick. Sitzen und schwitzen, uns dann kräftig schütteln und den Schweiß verspritzen. Männer in der Sauna, krumme Nägel an den Zehen. Männer in der Sauna ist wie Horrorfilm ansehen.
Wir reiben uns im Schritt unter den Achsen an jeder Blöße. Genauso klingt es, weckt sich eine Hündin ihre Schnauze. Können Sie mir helfen? Weiß jemand von Ihnen, können Geisterfahrer entgegenkommend sein? Wissen Sie auch nicht, sind vielleicht Leute aus dem medizinischen Bereich hier? Weil ich würde gern wissen, ob die Diagnose beim Hautarzt ausschlaggebend sein kann. Weiß auch niemand. Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Nennt man einen kranken Heilbutt Kaputtbutt? Und vor allem, warum muss einer sitzen, nur weil er gestanden hat? Und also was? Die Frage ist mir eher peinlich, aber ich möchte sie so gerne loswerden, weil ich weiß nicht, was Sie damit machen. Ich weiß nur, was ich damit mache, aber warum gibt es bei Klopapier einen Pro-Kopf-Verbrauch? Geschätzte Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Kabarettfreundinnen und Kabarettfreunde, derjenige oder diejenige von Ihnen, der oder die sich selbst als aufmerksamen oder aufmerksame Beobachter oder Beobachterin, der vielleicht sogar als glühenden oder glühende Liebhaber oder Liebhaberin der deutschen Sprache bezeichnet, der oder die wird sich, nachdem er oder sie diese Ansage jetzt angehört hat, vielleicht wundern, warum er oder sie, obwohl er oder sie noch bei klarem Verstande ist, jetzt schon nicht mehr versteht. Diese Ansage nochmal in einer leicht abgeänderten Form. Geschätzte Zuschauende, liebe das Kabarett Liebende, die deutsche Sprache aufmerksam Beobachtenden, ja sie vielleicht sogar glühend Liebhabenden, gehören nun, nachdem sie Anhörende dieser Ansage waren, vielleicht zur wachsenden Gruppe der das Gesprochene nicht Verstehende, obwohl sie doch bei klarem Verstande seien. Woran liegt's? Das liegt am Gendern. Der Begriff Gendern steht für einen geschlechterbewussten Umgang mit der Sprache, der im Sinne der Gleichstellung der Geschlechter und Schlechterinnen mit Modifikationen der herkömmlichen Sprache einhergeht. Sie merken, wie von Sinnen singe ich, von Finnen und Finninnen. Das ist der Gender-Tango, die Gender-Tangoin, das Lied von Mokassinen und von Mokassin. Das ist unsere Sprache, Ruinen und Ruin. Ich sehe darin keine Sinnen und auch keinen Sinn. Ich gendere und ändere, ich drehe und ich wende jedes Wort auf links und häng ein Ende an das Ende. Statt Bäcker und statt Bäckerin gilt nur noch Backende. Der Stripper und die Stripperin, das sind jetzt Nackende. Mein Wagenheber ist das Wort vergenderisch am Ende. Gänzlich richtig ist der Wagenhebende. Der Kabarettist und die Testin, das ist längst passé. Wer den Kabarettet, ist der Kabarettende. Das ist der Gender. Ja, also wer wie ich immer spät ins Bett kommt, der versteht die wahre Bedeutung des Wortes Morgengrauen. Und der weiß auch, dass Aufstehen der erste Schritt in die falsche Richtung ist. Wenn ich dann morgens aufstehen muss und ich gehe in die Bäckerei und mein Körper funktioniert auf so einer Art Standby. Das geht so, der Körper funktioniert, aber die Toleranz schläft noch. Und dann komme ich in die Bäckerei und dann ist die so freundlich zu mir. Die ist so scheißfreundlich. Die ist so unglaublich freundlich und strahlt und bitte und danke. Und das geht mir dann sowas von. Sie wissen schon, wohin. Danke, das macht bitte der Herr ganz genau 3,50. Ich danke Ihnen bitte hier auf Wiedersehen. Dann wünsche ich einen Dankeschönen, bitte Tag wünsche ich dem Herrn. Beehren bitte Sie uns wieder, danke bitte gern.
Eine gewisse Bedürfnisdringlichkeit abzeichnet, dem möge dieser in der nun folgenden Pause nachgehen. Dankeschön. Ich freue mich auf den zweiten. Ich weiß ja nicht, ist die Ehe nicht ein Auslaufmodell als Lebensform? Ich meine, je nachdem, wen Sie geheiratet haben, ist es ein Weglaufmodell? Diese vielen Weggelaufenen, die haben ja einen neuen Trend erschaffen, der Trend zur Zweitehe. Aber da möchte ich warnen, bei der Zweitehe heiraten Sie jemand, den wer anderer schon den jemand anderer schon den jemand anderer schon dem Kreislauf der Wiederverwertung zugeführt hat. Auf Englisch, das heißt married, das reimt sich auf begraben, auf just buried. In Frankreich heißt die Hochzeit tatsächlich Mariage. Heirate und du bist echt der glücklichste Mann hier weit und breit. Da ein mächtiges Ross taucht auf, ein schöner Prinz thront oben auf. Fürs wahre Glück ist es nie zu spät. So sieht sie aus, meine Damen, die Illusion der Realität. Wer Frösche küsst, hat nie Prinzen probiert. Wer an Märchen glaubt, ist schnell angeschmiert. Küsst den Prinzen und nicht den Frosch, denn sonst hast du nichts als nur Schleim. Er regiert.